Jahre Spöck. Keine Lasershow hier in Spöck, dafür aber ein mächtiges Programm zum Festakt. Mein Studen.cde war für Sie mit dabei. Der Spöcker Marsch. Der Spöcker Marsch wurde komponiert von einem Spöcker Komponisten, von Andreas Beschütz. Und selbstverständlich hat Andreas dieses Lied seinem Heimatort Spöck gewidmet. Bühne frei für den Musikverein Harmonie. Begann mit einem Traum 2011, als mich Peter Fetzner darauf hinwies, dass 2015 ein ganz besonderes Jahr sein wird. Damals konnte ich mir überhaupt noch nicht vorstellen, dass 4 Jahre später sich unser ganzes Dorf begeistern würde, ihren 1150. Geburtstag gebührend zu feiern. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, heute ist es nun soweit. Historisch verbrieft durch die erste urkundliche Erwähnung von Spekka am 19. Juni des Jahres 865. Kleine Hilfestellung für alle Nachrechter, 865 nach Christus. Ideen zu Aktionen und Feierlichkeiten sprudelten gerade aus unseren Eselsköpfen. Viele davon wurden umgesetzt, somit folgte ein Spöcktakel auf das andere. Und wir sind noch lange nicht am Ende des Jubiläumsjahres. Mit seiner Frau. Zum Oberbürgermeister muss ich Ihnen noch was erklären. Unser Oberbürgermeister hat hier ein phänomenales Gedächtnis. Dann muss man immer Herr Dr. Schnaugiegel begrüßen. Herr Dr. Schnaugiegel, schön, dass Sie hier sind. Bei dem Jubiläumsprogramm von Karlsruhe keine Selbstverständlichkeit. Und diese sind ja bekanntlich anstrengend. Wir hoffen, Sie können sich heute Abend etwas entspannen. Jo, das vergessen wollen wir die verrückte Idee. Mir seht sie da vorne, liege und stehe. Spicker Esel. 1150 Stück, eine wahre Pracht. Andrea und über 30 Frauen haben die geschafft. Ich denke, dass bald an jedem Spickerhaus mindestens einer guckt zum Fenster aus. Karl Mack ist ja nicht nur, wie wir gerade gesehen und auch gehört haben, Spöcker Mundartdichter. Er ist auch eine Enzyklopädie der Spöcker Ortsgeschichte. Gerne konsultierter Ratgeber und, wenn es gefordert ist, auch oberste moralische Instanz im Ort. Die kleinen possierlichen Häkelesel, die Karl Mack in seinem Gedicht angesprochen hat, sind natürlich ein großartiges Souvenir dieses Jubiläums und sie können nicht einfach hier mitgenommen werden. Sie können nach der Veranstaltung käuflich erworben werden. Sehr verehrte Herren Abgeordnete Fischer, Kössler und Salomon, werter Herr Landrat Dr. Schnaudegel, verehrte Herren Pfarrer, sehr geehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir haben es gerade eben gehört, die erste urkundliche Erwähnung von Spöck liegt genau 1150 Jahre zurück. Aus diesem Grund bereichern in diesem Jahr ganz besondere Festlichkeiten hier unseren reichhaltigen Veranstaltungskalender. Das Jubiläumsjahr hat ja mit vielen attraktiven Veranstaltungen längst erfolgreich begonnen. Der heutige
Festakt markiert einen der Höhepunkte. Herr Beime, lieber Kollege Klaus Demahl, heute ist ein großer Tag für Spöck. Heute feiert Spöck sein 1150-jähriges Bestehen. Sehr geehrter Herr Kollege Demahl, zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum darf ich Ihnen sowie allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Spöck auch im Namen der Gemeinde Grabenneudorf und aller Grabenneudorferinnen und Grabenneudorfer so schnell fasst man sich, sowie im Namen aller Nachbargemeinden ganz herzlich gratulieren. Spöck blickt auf seine 1150 Jahre Geschichte zurück. Wenn ein Großteil dieser Zeit im Dunkel der Historie unseren Augen verborgen bleibt, so können wir doch... Friedrichsthal, Sie sehen hier die kleine Gemeinde von Friedrichsthal. Und jetzt kommen die größeren Gemeinden, Staffert und Landen. Bereiche Landen. Schön.